Ihr Spruch, meine Damen und Herren Geschworenen, Ihr Spruch wird wahrscheinlich nach Tausenden von Jahren noch wegen dieser gemeinen Verbrechen beachtet werden. Ich persönlich kann es nicht verstehen, wie man hier die Politik hineinziehen kann. In diesem Reich der Gemeinheit hört eigentlich jede Politik auf. Und ich kann nicht verstehen, wie man ein Wort zugunsten dieser Deportationsbefehle vorbringen kann. Nur ein volles, rückhaltloses Verleugnen solcher Grundsätze, ein Verurteilen derartiger gemeiner verbrecherischen Befehle, kann uns diejenige Achtung sichern, auf die wir meines Erachtens Anspruch haben. Wenn ich ferner sagte, die Militaristen, die Menschen der Gewalt, die nicht identisch sind mit den Militärpersonen, seien durch alle Nationen auf der Welt, auf der ganzen Erde verbreitet, so ist das nicht etwas ganz Neues, was ich vorgebracht habe. Ich bin erstaunt darüber, dass der Herr Staatsanwalt das, was ich hier in dieser Beziehung vorgebracht habe, für etwas Neues gehalten hat. Wer unter den Handlungen von Militaristen, die anderswo ihren Einfluss haben, leidet, der muss zugeben, dass daran die Militaristen schuld sind. Er muss auch so gerecht sein, dass er die Militaristen überall hasst und ausrotten will. Mit dem Ausrotten, mit dem Vernichten der Militaristen ist selbstverständlich nichts Gewalttätiges gemeint. Denn ich sagte vorhin schon, dass die Heiligkeit des Menschen, der im Antlitz Gottes geschaffen ist, misshandelt wird von denjenigen Personen, die militaristische Gewaltgedanken haben. Die Militaristen stehen außerhalb des Volkes. Sie haben kein Vaterland, sie haben keine Nation, sie haben kein Menschengefühl. Sie haben nur das Gefühl für die Gewalt. Und diese Gewalt besteht darin, dass das Recht unterdrückt wird. Als dem Manne der Gerechtigkeit der andere Exponent gegenüberstand, wurde es ihm rot vor den Augen, sodass er nicht mehr wusste, was er tat. Meine Damen, meine Herren, wir dürfen auf diese Äußerung nicht zurückgehen. Hier steht vor Ihnen der vormalige Dolmetscher, der herbeigerufen wurde zur ersten Vernehmung und der gewissermaßen selbst mitergriffen sich auf den Standpunkt stellte, hier ist etwas Großes geschehen. Taylirian ist in Pakaric geboren worden und in seinem vierten Lebensjahr nach Armenien gekommen, in die Stadt Erzüngian. Erzüngian ist eine der größten Städte und liegt ungefähr 200 Kilometer westlich von Erzurum, welches als die Hauptstadt von Armenien zu betrachten ist, an einem der beiden Quellflüsse des Euphrat. Es ist ein langes Tal, welches den Weg nach dem Süden zum mittleren Euphrat, also jener Wüste, wohin die Armenier deportiert werden sollten, bildet. Seine Eltern gehörten dem Mittelstande an. Sein Vater war ein mittlerer Kaufmann, die Geschäfte liefen im Ganzen ziemlich gut, bis zu jenem unglücklichen Juni 1915. Da kroch zunächst ins Land das Gerücht aus Konstantinopel, dass die Armenier deportiert werden sollten. Und dann kam der Heerrufer und rief aus, ihr habt in wenigen Tagen eure sämtlichen Sachen zusammenzupacken, die ihr mitnehmen könnt, ihr sollt deportiert werden. Die Deportation begann am 10. Juni. Zuerst kamen die reichen und wohlhabenden Leute mit Pferd und Wagen. Dies war die erste Kolonne. Zu der zweiten Kolonne gehörte Taylirian mit seiner gesamten Familie. Und so wanderte die Familie mit einem Ochsenwagen den Weg. Sie waren noch nicht weit gekommen, da wurden sie überfallen. Von wem? Von den Gendarmen, die uns hier Seine Exzellenz, Herr General Liemann von Sanders, aus jener Zeit gekennzeichnet hat. Aber zugleich, wie es immer der Fall war von beliebigem Pöbel, wie er sich überall findet, Kurden, Türken und was sonst noch zusammenkam. Diese fingen nun damit an, die Waffen herauszufordern. Sogar die Regenschirme wurden weggenommen.
Und dann wurde nach Geld gesucht. Nach Gold, nach Lebensmitteln. Bei den Frauen fand man Wertvolles zur Befriedigung der Lust. Die jungen Mädchen, die beiden Schwestern von 15 und 16 Jahren, wurden weggeschleppt ins Gebüsch und aus einer Grube hörten die Eltern, hörte der Bruder das fürchterliche Gebrüll dieser beiden Kinder und wussten nun, was ihnen geschah. Die Mädchen sind nie wieder zutage gekommen. Und der Bruder? Dem 22-jährigen Bruder, der furchtbarste Eindruck, wurde mit einem blinkenden Beile der Kopf gespalten. Und immer noch sieht der Angeklagte in seinen Erregungen dies furchtbare Bild. Vor ihm die Mutter bricht zusammen, offenbar von einer Kugel getroffen, und die übrigen sind verschwunden. Auf Nimmerwiedersehen, obschon der Angeklagte auch später durch Inserate alles Mögliche versucht, wieder irgendeine Spur zu entdecken. Weiterhin hat er nichts mehr gesehen, denn er selbst bekam mit einem stumpfen Instrument einen schweren Schlag auf den Hinterkopf. Die Wunde ist heute noch von den Ärzten konstatiert worden und dieser schwere Schlag ist das Einzige, was er noch weiß. Meine Damen und Herren, dieses furchtbare Massaker ist ja so unglaublich, dass wir zunächst das Gefühl hatten, wer weiß, ob die Damen und Herren Geschworenen ihm das glauben. Und in der Tat ist vor wenigen Tagen hier eine etwas marktschreierische Broschüre erschienen, natürlich von gegnerischer Seite, mit dem Titel »Das Geheimnis der Ermordung Talat Paschas«. Der junge Armenier, heißt es da, der sich zum Mörder von Talat Pascha hergab, es wird angedeutet, dass eine gewisse Großmacht dahinter steckt, ist ein Werkzeug gewesen für die barbarische Wut, die seine Rasse kennzeichnet. Wir wollten weitergehende Beweise nach der Richtung antreten. Zwei deutsche Krankenschwestern, die damals in Erzüngian unmittelbar in dieser Zeit waren und Berichte über die Vorgänge an unser Auswärtiges Amt gemacht haben, sind hier erschienen. Welche grausigen Ereignisse sie uns berichtet haben, das will ich hier mit keinem Worte wiederholen. Sie haben die Leichen der früheren Deportationszüge noch gesehen. Sie haben gesehen, wie die Männer und die Kinder in den Fluss gestürzt worden sind. Von 20.000 Armeniern überlebten zwei Familien, die dadurch gerettet waren, dass sie zum Mohammedanismus übergetreten waren und nach einer Anzahl zerstreuter, also zusammen etwa ungefähr 20 Personen von ehemals 20.000. Meine Damen und Herren, das sind Eindrücke, die man sein Leben lang nicht vergisst. Und nun erinnerte er sich, dass seine Eltern das mühsam erworbene Kapital vergraben hatten. Er suchte die alte Habe. Vieles fehlte, alles wertvolle Hausgerät war weggekommen. Aber der sorgfältig vergrabene Geldbetrag von über 4.000 türkischen Goldpfund war noch da. Eine nach unserem Gelde recht erhebliche Summe von circa 1 Million Mark. Diese nahm er an sich, für sich und seine Familie. Wenn noch einer sich wiederfinden sollte. Er hat sie in Serbien bei einem Verwandten deponiert. So hat er sich dann etwa einen Monat in Erzüngian aufgehalten. Er ist dann in das russische Gebirge herübergegangen nach Tiflis. In Tiflis hat er sich wieder in kaufmännischen Unternehmungen und dergleichen mehr betätigt. Dort hat er im Jahre 1918 auch den Revolver gekauft. Er fährt dann nach Berlin. Er spielt Mandoline. Er singt trübsinnige Lieder, wie sie dem unglücklichen armenischen Volke eigen sind. Kurzum, man sieht nicht die Spur davon, dass er etwa ein anderes Ziel verfolgt, als das, Deutsch zu lernen, um dann auf der Hochschule den Vorlesungen folgen zu können. Sie sehen, meine Damen und Herren, das ist nicht der Mensch, der ununterbrochen diesen Dingen nachhängt.
sondern der im Gegenteil sich zu überwinden sucht und möglichst wenig davon spricht, der aber im Inneren natürlich doppelt davon ergriffen ist. Während dieser Zeit passiert nun ein Ereignis, das an sich wohl geeignet wäre, in dieses ruhige, arbeitsame Streben wie ein Blitz einzuschlagen. Das war die Begegnung mit drei türkisch sprechenden Herren in der Hardenbergstraße, von denen zwei den in ihrer Mitte gehenden Mann als Pascha anreden. Er war darauf aufmerksam geworden, schaute sich den Mann näher an, erkannte ihn dann dem Bilde nach und verlangte zu der festen Überzeugung: Das ist offenbar Talat Pascha. Er sah, wie einer dieser Herren mit Talat Pascha in das Haus Nummer 4 hineinging und der dritte sich ehrfurchtsvoll verabschiedete. Und er gewann die feste Überzeugung, dass Talat Pascha dort wohne. Das war etwa Mitte Januar dieses Jahres. Nun ist es interessant, dass er von diesem Erlebnis niemandem Mitteilung gemacht hat. Der Anblick hatte auch bei ihm selbst den Entschluss, Talat zu töten, nicht ausgelöst. Er hat weitergelebt, wie er vorher gelebt hat. Bis 5 bis 6 Wochen darauf, ich werde nun gleich sagen, dass man die Nacht genau feststellen kann, er plötzlich einen Traum hat. Eine Traumerscheinung. Eine körperlich fast visionäre Erscheinung. Wie der Leichnam seiner Mutter dort liegt, wie sich die Mutter erhebt, wie er ihr berichtet: Ich habe Talat gesehen. Und sie antwortet: Du hast Talat gesehen und du hast deine Mutter und deinen Vater und deine Geschwister nicht gerecht. Du bist mein Sohn nicht mehr. Das ist der Moment, wo er die Empfindung bekam: Hier muss ich handeln. Ich will wieder der Sohn meiner Mutter sein. Sie soll mich nicht verstoßen, wenn ich zu ihr in den Himmel komme. Ich will wieder ihren Schoß erobern. Dann, am anderen Morgen geht er nun los, holt sich den Vorsitzenden der armenischen Studenten, der deutschen Sprache mächtig ist, geht mit seiner Hilfe in die Hardenbergstraße, um jetzt ganz bewusst und nicht, wie der Herr Staatsanwalt etwas bildlich sagte, magnetisch dorthin gezogen, um ganz bewusst sich eine Wohnung zu suchen, von der aus er Talat beobachten konnte. Er findet eine solche Wohnung, Hardenbergstraße Nummer 37, im Hochparterre. Nun kommt dazu noch ein zweites, das auch hier erörtert worden ist, dass er nämlich infolge seiner Krankheit eine helle, lichte Wohnung brauchte, eine Wohnung, die Sonne haben sollte, eine Wohnung, die auch elektrisches Licht statt Gas haben sollte. Dies alles war auch Hardenbergstraße 37 gegeben. Und so mietet er a tempo am Morgen nach dem Traum. Die Wohnung ist aber, wie Frau Dittmann mitgeteilt hat, nicht sofort frei. Der betreffende Herr räumt sie erst einige Tage später. Er sagt sich: Ich habe den Entschluss gefasst, Talat zu ermorden. Also muss ich in seine Nähe kommen. Daraufhin hat Taylirian gesagt, dass ihm der Gedanke gekommen wäre, dass er doch ein Christ sei. Ein uraltes Christentum ist Eigentum der Armenier. Es gelte doch das Gebot: Du sollst nicht töten. Und da versank in ihm, dem versonnenen, in sich gekehrten, zu nichts gewalttätigen veranlagten jungen Menschen, der Entschluss zur Tat. Aber dann sieht er um 11 Uhr im Sonnenschein Talat sich auf dem Balkon sonnen. Er selbst hat das Fenster geöffnet, er geht hin und her, er übersetzt und liest in seinem deutschen Übungsbuch. Wohl schießt ihm in diesem Augenblick das Blut zu Kopfe, da er den scheinbar so glücklichen dort in Muße sich des Sonnenscheins freuen sieht, während die Seinen hingeschlachtet sind. Aber auch in diesem Augenblick hat er noch nicht den Entschluss gefasst, Talat zu töten. Talat Pascha zieht sich in seine Wohnung zurück und der Vorfall scheint damit für diesen Tag erledigt.
Aber dann geht plötzlich, eine Viertelstunde später, Talat Pascha aus dem Hause. Er steht am Fenster und sieht ihn. Und in diesem Augenblick dringen die Gedanken von dem Massaker auf ihn ein. Er denkt an Vater und Mutter. Er stürzt zum Koffer, holt den Revolver hervor. Er wirft seinen Ulster um, setzt den Hut auf und stürzt hinunter. Er läuft eine ganze Strecke hinter Talat her, läuft über die Straße auf ihn zu und schießt. Das Gericht soll gerecht richten. Dem Angeklagten Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir Verteidiger haben genügend hervorgehoben, dass wir nicht wollen, dass etwas aus dem Gefühl heraus ist, sondern dass wir wollen, dass das Strafrecht angewandt wird. Das Strafrecht aber in dem vorliegenden Falle ist die Verneinung der Frage einer Schuld. Denn in dem Moment, da der Angeklagte hinunter auf die Straße ging und auf sein Opfer zielte, war er nicht schuldig. Ich sagte Ihnen schon, um ein Beispiel zu gebrauchen, er ging nicht selbst hinunter. In ihm gingen die Jahrhunderte, die Millionen Ermordete hinunter. Er trug gewissermaßen vor sich die Fahnen der Misshandelten, die Fahne seiner entehrten Familie. Deshalb haben wir, und hierin können wir uns vielleicht mit der Staatsanwaltschaft in irgendeiner Form einigen, nur den einen Wunsch. Lassen Sie Ihr Gefühl rückhaltlos walten, getragen von der juristischen Überzeugung der wohlbegründeten Gerechtigkeit. Nur das eine möchten wir vermeiden, dass Sie daraufhin, dass jemand getötet ist, meinen, es müsste nun derjenige, der getötet hat, für schuldig befunden werden. Das Einzige, was mich trifft, würde sein, wenn Sie etwas Falsches an die Stelle des Richtigen setzen. Wenn Sie fragen würden, hat der Angeklagte getötet? Und nicht, wie wir es wünschen, ist der Angeklagte schuldig getötet zu haben?